Der Prosciutto Crudo, luftgetrockneter Rohschinken, ist eines der ältesten Erzeugnisse der italienischen Wurstwarenherstellung. In der Po-Ebene wurden Schweinekeulen mit großer Wahrscheinlichkeit schon von den Etruskern mit Salz eingerieben. Die ersten Schriftstücke zu dieser tausendjährigen Technik führen jedoch auf die Römer zurück. Cato der Zensor zum Beispiel spricht in seiner De Agricultura ausgiebig darüber. Seitdem verbreitete sich dieses regelrechte Kunsthandwerk auf der ganzen Halbinsel mit einer besonders verwurzelten Tradition in den Gebieten, die heute dem mit Gütesiegel geschützten Rohschinken ihren Namen geben. Parma und San Daniele die bekanntesten, aber auch Modena, die Hügelregion Veneziens und der Euganeen, Carpegna, die Toskana, Norcia und Saint-Rémy im Aostatal, wo der Jambon de Bosse hergestellt wird. Die Tradition unseres Landes sieht vor, Keulen sehr großer Schweine zu verwenden. Diese stammen in der Tat vom traditionellen Schwein ab, das langsam in einer gesunden Umgebung und kontrolliert aufwächst. Das bedeutet schwerere Keulen mit einem Gewicht von 10 bis 15 Kilo und reiferes Fleisch mit einem geringeren Wassergehalt. Bei der Anlieferung in der Schinkenfabrik werden die Keulen sorgfältig ausgewählt. Stücke mit Defekten werden dabei aussortiert. Die ausgesuchten Keulen werden zunächst zugeschnitten. Dieser rein von Hand ausgeführte Vorgang hat die Aufgabe, dem Schinken seine typisch rundliche Form zu geben und eine uniforme und kompakte Oberfläche zu schaffen. Es handelt sich um einen anscheinend einfachen Vorgang, der aber für korrekte Konservierung des Schinkens ausschlaggebend ist. Letztere Eigenschaft, die Form und die Größe der sogenannten Krone, bestimmen in der Tat den Aufnahmegrad des Salzes und beeinflussen den Geschmack des Schinkens. Nach dem Zuschneiden kommen die Keulen zum Pökeln. Und hier kommen geschickte Fachmänner ins Spiel, die die unterschiedlichen Bereiche des Fleisches verschiedenartig massieren und mit Salz einreiben. Schwarte und Fett werden mit feuchtem Salz eingerieben, während auf die mageren Teile trockenes Salz aufgetragen wird. Dieser Vorgang ist der Erfolgsschlüssel bei der Schinkenherstellung. Er darf nur an Keulen unter Beachtung einer genauen und gleichmäßigen Temperatur durchgeführt werden. Eine zu kalte Keule nimmt wenig Salz auf, während eine nicht ausreichend erkaltete Keule Verderbungsphänomene erleiden kann oder zu schnell das Salz verliert. Die Keule wird folglich 20 bis 25 Tage in Kühlräumen gelagert, wo der Schinken das Salz aufnimmt, das für eine gute Konservierung sorgt. Um das richtige Gleichgewicht zu erhalten, wird das Verhältnis zwischen Feuchtigkeit und Temperatur jede Woche geändert. Nach dieser Phase wird das überschüssige Salz entfernt und der Schinken wird sorgfältig für eine weitere Ruhephase vorbereitet. Während dem Ruhen von etwa 60 bis 80 Tagen wird die Luft in den Räumen häufig gewechselt und der Schinken, der langsam trocknet, verliert nach und nach sein überschüssiges Wasser und verliert dabei etwa 15% an seinem Gewicht. Das Salz zieht tief ein und verteilt sich gleichmäßig im Inneren der Muskelmasse. Die Luft, die die Prosciutti umgibt, ist ein essentielles Element für den Reifeprozess. Moderne Systeme garantieren ideale Temperatur- und Feuchtewerte, da sie es ermöglichen, an trockenen Tagen die großen Fenster zu öffnen, um frische Luft hereinzulassen. Während dem Reifeprozess, der bei hochwertigen Prosciutti 300 Tage weit übersteigt, erfolgt das sogenannte Einschmalzen. Jeder Schinken wird auf eventuelle Fehler überprüft und das Schmalz, eine cremeartige Masse, wird auf den freiliegenden Muskel aufgetragen. Die genaue Zusammensetzung dieser Masse, prinzipiell aus fein zerkleinertem Schweinefett, Pfeffer, Salz und Mehl bestehend, ist natürlich geheim und wird von jedem Hersteller bestens gehütet. Nach dem Reifeprozess erfolgt die sogenannte Einstechprobe. Für diesen fundamentalen Geruchstest sticht der Prüfer eine Nadel aus Pferdeknochen, ein Material, das die Aromen des Produkts schnell aufnimmt und sehr schnell wieder abgibt, in verschiedene Stellen des Schinkens. Experten mit Erfahrung im Erkennen und Bewerten der Geruchseigenschaften riechen an der Nadel, um den Verlauf der Reifung zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine Unregelmäßigkeiten auftreten. Nur die Schinken, die diese delikate Probe bestehen, werden als GUB- und GGA-Produkte gekennzeichnet und gelangen zu den Verbrauchern der ganzen Welt. Privilegierte Zeugen der italienischen kulinarischen Tradition.